Hallo liebe Fußballfreunde des FC Bayern Altenau, herzlich willkommen am zweiten Spieltag der Lotto Hessenliga. Unsere Bayern empfangen zu Hause Hanau 1960, den starken Aufsteiger. Zum ersten Derby in dieser Derbywoche. Die Bayern mit Rückenwind aus dem Auswärtssieg in Waldgemäß. Erste Spielminute, Paul Seikel überholt links, aber der Abschluss dann doch nicht präzise genug. 3 Minuten später dann die Gäste über die rechte Seite. Der Ball scharf vors Tor getreten und dann ist er auch schon im Netz. Aber Sie hören den Pfiff. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Wenige Minuten später dann die nächste Möglichkeit für die Hannover. Auch der Ball geht am langen Pfosten vorbei. So bleibt es weiter beim 0:0. Viertelstunde gespielt. Die Bayern über Jürgens und Ziga. Der spielt nochmal ab auf Jürgens. Und er versucht es aus der Distanz, aber der Ball landet in den Armen des Gästekeepers. Danach übernahmen die Gäste immer mehr das Spielgeschehen und hatten diese Möglichkeit in der 20. Spielminute. Aber auch der Distanzschuss, kein Problem. Fabian Wolpert auf den Pfosten. Dann verlieren die Bayern die Duelle auf der Seite. Die Mitte ist ziemlich offen. Nächste Möglichkeit für die Gäste, aber die Ballannahme war nicht sauber genug und somit keine Möglichkeit für die Hannover, die aber dann 5 Minuten vor der Halbzeitpause nochmal über die linke Seite kamen. Und diese Doppelchance wurde allerdings auch nicht genutzt. Dann springen wir in die zweite Halbzeit. Die Gäste versuchen das Spiel ruhig aufzubauen. Aber dann ist ein Ziger dazwischen, erobert sich den Ball in der gegnerischen Hälfte und dann geht schnell Lukas Fächer zieht ab und trifft unhaltbar ins Kurzeck. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. 1:0 für die Altenauer, also kurz nach dem Seitenwechsel. Lukas Fächer feiert bei der Heimpremiere in dieser Saison bereits seinen dritten Saisontreffer. Aber bereits jetzt war klar, die nächsten 40 Minuten sollten nochmal ein harter Prüfstein werden für die Bayern. Hanau dann mit der Seitenverlagerung. Der Ball kommt raus auf die rechte Seite. Die gefährliche Flanke vors Tor und der gerade eingewechselte Moritz Aul verhindert den Ausgleich. Nächste Möglichkeit für die Gäste und Fabian Wolpert in glänzender Verfassung verhindert hier den Ausgleich. 20 Minuten vor dem Ende, dann wagen sich die Bayern nochmal nach vorne. Luka Garic nimmt den Ball parallel zum 16er mit und zieht ab, aber der Ball geht knapp über das Gehäuse. So bleibt es beim 1:0 Führungstreffer der Bayern. Dann macht Fabian Wolpert nach dieser Parade das Spiel schnell. Zaher Bhati, Luka Garic, erneut Zaher Bhati und der sieht in der Mitte Paul Seikel und der muss nur noch einschieben. Aber stattdessen geht der Ball über das Tor. Und so wurde das Zittern in den letzten 10 Minuten noch einmal größer. Jetzt am Ball Seoul, die aktuellste Neuverpflichtung der Bayern aus der laufenden Woche. Er umkurvt gleich 4 Hanauer Spiele in die Mitte und Signorelli vergibt die letzte Möglichkeit. Sind das so die geilsten Siege im Fußball? Ja, also war dann die nächste Frage. Nee, ja, ganz klar, ganz klar. Also, wir waren alle da. Erste Halbzeit war bombenstarker Gegner. Also muss man sagen, wir hatten die genauso analysiert, gescannt. Wir wussten, geiler Trainer, geile Mannschaft, das ist kein normaler Aufsteiger. Wir wollten schon ein bisschen mehr Druck geben, aber der Gegner hat uns einfach nicht zur Entfaltung kommen lassen. Hatten Ansätze zu Tormöglichkeiten. Zweite Halbzeit ein bisschen geändert, aber dass die Mannschaft das annimmt. Wir haben ja schon ein paar mehr Schläge gekriegt als der Gegner. Fighten rein, kämpfen und das ist geil. Und das ist jetzt. Man bleibt nicht ganz oben, wenn man die beste Mannschaft hat, sondern wenn man sich als Team. Es sind trotzdem ein, zwei Sachen, die mir missfallen haben, nicht auf dem Platz, sondern außerhalb, wo logisch der eine andere nicht spielt. Das will ich versuchen, allen mit einzuimpfen, weil Erfolg ist, trägt jeder mit bei. Ihr auch, geil, ihr wertet das Ganze ja so geil auf. Und wenn es jeder versteht, dass jeder ein kleines Puzzleteilchen ist zum großen Erfolg, dann haben wir es geschafft, sagen wir es mal. Und jetzt 2 Siege aus 2 Spielen, kann so weitergehen.
Ja, aber das ist jetzt, man hat ja trotzdem gesehen, also es kann nicht so weitergehen, es wird immer schwierig und es war heute, war es auf der Kippe zum Unentschieden oder sogar zum Verlieren, aber das ist geil, dass wir die Widerstände überlebt haben, insbesondere die erste Halbzeit, zweite Halbzeit, toll, wie wir uns gewehrt haben, müssen das zweite Tor machen und dann sieht es sogar vielleicht ein Ticken einfacher aus, aber ich bin mega stolz, wir formen schon was zusammen, aber ich bin noch nicht komplett am Ziel. Ja. Saher, 1-0-Sieg heute zu Hause gegen Hanau 1960. Hartes Stück Arbeit heute. Hartes Stück Arbeit. Also, wir wussten, dass es ein hartes Stück wird, weil natürlich nicht jedes Spiel so wie ein Waldgames ablaufen kann. Wussten wir, wir haben uns darauf eingestellt. Wir wussten, der Gegner hat seine Qualitäten. Wir haben es in der ersten Halbzeit auch zu spüren bekommen. Aber am Ende des Tages geht es darum, 3 Punkte einzusammeln, was wir abgehakt haben. Wir sind immer noch, glaube ich, wenn ich mir die Tabelle angeguckt habe, immer noch oben dabei. Das erfreut uns, aber wir arbeiten wieder aufs nächste Spiel hin. Jetzt kommt das Derby. Und da sind wir wieder schon heiß drauf.